Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Freundinnen und Freunde, herzlich willkommen zu unserem heutigen Webinarabend zum Thema Fußverkehr mit dem Titel Gut und bequem zu Fuß, Vorbild Schweiz. Ich begrüße sehr herzlich zunächst mal unsere beiden Referent des heutigen Abends. Zum einen Mariona Schlatter aus der Schweiz. Sie ist nicht nur Nationalrätin in der Schweiz, sondern auch Präsidentin des Fußverkehrsverbands der Schweiz und in dieser Funktion heute hier als unsere Fachfrau aus dem Nachbarland bei uns hier zu Gast und wird uns gleich vortragen. Ferner haben wir zu Gast den Paul Bickelbacher, Stadtrat in München, aber heute in anderer Funktion bei uns, nämlich als Mitglied des Bundesvorstandes des deutschen Pendants sozusagen, des deutschen Fußverkehrsvereins Fuß e.V. Herzlich willkommen zunächst an euch beide. Bevor ich auch gleich das Wort übergebe, einzelne TeilnehmerInnen trudeln noch herein. Wir haben wieder eine hohe Teilnehmerzahl von fast 100 Leuten, die sich für das Webinar heute interessiert haben. Freut mich sehr, dass wieder so auf so großes Interesse stößt. Überrascht mich auch nicht, weil zum Fußverkehr gibt es leider noch zu wenig Angebote, wie ich persönlich finde. Umso schöner, dass wir uns heute hier in der Runde zusammenfinden und uns heute vertieft den Blick ins Nachbarland werfen können, was sich dort tut und was wir davon vielleicht lernen können oder gar voneinander lernen können. Ich glaube, von Deutschland kann man beim Fußverkehr jetzt nicht so arg viel lernen, von Bayern auch nicht, aber wer weiß. Wer ist so, sitzt so im Auditorium? Wenn wir uns jetzt hier sehen würden in einem Saal, dann könnte man ja sehen, wer da ist. So sieht man es nicht. Deswegen sage ich ein bisschen grob, wer so unter den Teilnehmenden ist. Aber ein bisschen eine Vorstellung. Wir haben zum einen VertreterInnen von Fachverbänden da, wie zum Beispiel dem Verkehrsclub Deutschland, aber auch vom ADFC, vom Fahrradclub in Deutschland. Sogar die bayerische Landesvorsitzende Bernadette Felsch ist unter uns. Herzlich willkommen. Wir haben auch Vertreter von der Bayerischen Eisenbahngesellschaft da. Wir haben Vertreter von mehreren Hochschulen, die sich in anzunehmender Weise fachlich damit beschäftigen unter uns. Und wir haben aber zum überwiegenden Teil Kommunalpolitikerinnen und Kommunalpolitiker, überwiegend der Grünen, hier. Und das finde ich besonders schön. Das war natürlich auch genau die Zielgruppe der heutigen Veranstaltung, nämlich die Kommunalpolitik, StadträtInnen, GemeinderätInnen, die ja in der Umsetzung der Fußverkehrs, des Fußverkehrs und der Infrastruktur vor Ort in ihrer Kommune selber originär zuständig sind. Ja, wir haben in Bayern 2056 Kommunen. Wenn wir da warten, bis jede Kommune selber das Rad erfindet, dann dauert es lang. Deswegen braucht es Rahmen, politische Rahmenvorgaben, braucht es Leitplanken, braucht es Handreichung, Beratung, Unterstützung für die Kommunen, dass der Fußverkehr besser und sicherer wird. Da gibt es in Bayern und in Deutschland noch nicht so arg viel, im Ausland mehr. Deswegen haben wir beschlossen, uns in zwei Webinaren damit zu beschäftigen und zweimal den Blick über den Tellerrand zu werfen. Heute werfen wir den Tellerrand, den Blick über den Tellerrand in Richtung Südwest in die Schweiz und am 7. Dezember, ich werde es am Schluss nochmal genauer sagen, in den Südosten, nämlich nach Österreich. Da ist auch eine Referentin des Webinars am 7.12. Martina Strasser heute bei uns, habe ich in der Anmeldeliste gesehen. Herzlich willkommen von Walkspace.at, dem österreichischen Fußverkehrsverband. Ja, und zu guter Letzt herzlich willkommen in unserer Runde Anais, meine geschätzte Mitarbeiterin, die nachher die Moderation der Fragen übernehmen wird. Das nehme ich gleich noch vorweg. Wenn sich Ihnen und euch Fragen aufdrängen, dürft ihr die sehr, sehr gerne in die Frage-Toolbox reinschreiben. Die Stammgäste unserer Webinare kennen das schon. Das ist so ein kleines Kastel, das ihr am Rande am Bildschirm seht und da könnt ihr Fragen reinschreiben. Vielleicht jetzt nicht gleich lospoltern, weil vielleicht wird es ja im Rahmen der Präsentationen sowieso beantwortet. Aber wenn so nach und nach Fragen sind, schreibt zurück da rein, nutzt es. Die Anais wird das bündeln, vielleicht auch, wenn sie es anbietet, thematisch ein bisschen ordnen und dann nach und nach in der Diskussion hernach einbringen. So, genug der Vorrede. Wir versuchen ja auch immer ungefähr eine Stunde einzuhalten, damit wir den Rahmen nicht sprengen. Da gibt es viel Lob dafür, vereinzelt auch Kritik, warum wir es nicht länger machen und vertiefen. Ich glaube aber, so eine Stunde im Vorabend-Feierabend-Programm, das passt schon ganz gut. Lieber kompakt und Detailfragen im Nachgang klären. So, jetzt übergebe ich aber das Wort an die Mariona. Bitte schön, deine Präsentation. Du übergibst dann an den Paul und danach sind wir in der Debatte. Genau, vielen Dank, Markus. Vielen herzlichen Dank für die Einladung über die Grenze. Ich musste ja nicht so viel reisen. Das ist die angenehme Seite. Schade ist natürlich, dass dieser persönliche Austausch fehlt, aber das holen wir bei anderer Gelegenheit nach, haben wir schon besprochen vorgängig.
Ihr seht schon alle meine Präsentation, hoffe ich, oder? Gut. Ja. Tipptopp, vielleicht ganz kurz zu mir. Ich bin, wie gesagt, Nationalrätin der Grünen seit 2019. Ich habe zwei Fachgebiete im Nationalrat. Das eine ist die Verkehrspolitik, wo der Fußverkehr auch reingehört. Das ist die Kommission für Verkehr und Fernmeldewesen. Und dann bin ich im Moment auch stark beschäftigt mit meiner anderen Kommission. Das ist die Sicherheitspolitische Kommission. Wie ihr euch vorstellen könnt, gibt es dort auch einiges zu tun. Ich bin auch seit 2019 Präsidentin von Fußverkehr Schweiz, dem Dachverband Fußverkehr e.V. heißt es bei euch in Deutschland. Beruflich bin ich Soziologin und mein größtes Hobby sind die Pilze. Ich bin amtliche Pilzkontrolleurin und Pilzexpertin und hier vielleicht nur eine Bemerkung. Natürlich Pilze suchen, das kann man wirklich nur zu Fuß. Warum Fußverkehr? Warum mein Engagement für dieses Thema? Ganz einfach. Ich glaube, wenn man politisiert wurde, wie ich, durch die Klimakrise, durch den Zustand der Umwelt, durch die Biodiversitätskrise, dann muss man sich ganz klar auch mit unseren Lebensformen und unserer Mobilitätsform auseinandersetzen. Und wir wissen es ganz genau, die Emissionen des motorisierten Individualverkehrs nehmen zu statt ab, die Anzahl Fahrzeuge nimmt zu statt ab, die Autos werden größer und sie zerstören die Umwelt. Und wir sprechen alle von der Verkehrswende und die Verkehrswende, das heißt nicht nur, dass wir alle Autos elektrifizieren, das heißt eben auch, dass wir den Verkehr verlagern. Und hier muss dem Fußverkehr eine tragende Rolle zugestanden werden, weil die Fußgängerinnen und Fußgänger sind Nützlinge. Hier seht ihr die externen Kosten, jetzt hier nur bezogen auf den Gesundheitsnutzen. Die Fußgängerinnen und Fußgänger, die haben im Vergleich zum MIV keine externen Kosten, sondern wir bringen einen Nutzen. Fußverkehr Schweiz, ganz kurz, eben dieses Pendant zu Fußverkehr EEV. Uns gibt es seit fast 50 Jahren. Es ist also ein Verband mit großer Tradition und sehr hoher Kompetenz. Wir arbeiten zu einem großen Teil auch für die öffentliche Hand, für den Bund. Wir machen ganz viel Forschungsprojekte. Wir machen Anleitungen für Planerinnen und Planer. Wir machen Projekte für Gemeinden. Wir machen Straßenverkehrssicherheitskampagnen. Wir beraten die öffentliche Hand bei der Erstellung von Fußwegnetzplänen. Dazu komme ich noch. Das ist eigentlich unsere Kernaufgabe. Wir sind ein Fachverband. Daneben sind wir aber natürlich auch eine Lobbyagentur. Also wir setzen uns ein für die Interessen der Menschen zu Fuß. Ich habe mir überlegt, bei der Vorbereitung der Präsentation, ja, worüber kann ich sprechen? Und dieses Thema ist genauso groß wie diese 50 Jahre, wo es unseren Verband schon gibt. Darum habe ich mich entschieden, zwei kleine Themen auszulesen. Übrigens, dieser Titel Vorbild Schweiz, der wurde nicht von mir gewählt. Ich bin natürlich gefangen in der schweizerischen Politik und ich renne sehr oft, wie viele Grüne, wahrscheinlich ja auch in Deutschland, auch in Österreich an eine Wand. Also ich wünsche mir, dass es sehr, sehr viel schneller geht, dass sehr, sehr viel mehr sich bewegt. Klammerbeispiel, Beispiel in Bezug auf Tempo 30, da ist die Schweiz wirklich noch nirgends. Und ja, und dass ich dann diesen Titelvorschlag Vorbild Schweiz gesehen habe, habe ich mir überlegt, ja, welches sind die, wirklich die Themen? Und ich danke auch für diesen Titel, weil ich dachte, das gibt einem auch wieder mal einen anderen Blick. Und ja, und es tut einfach auch gut, mal die Erfolge zu sehen. Ich habe zwei Dinge ausgewählt. Das eine ist unsere gesetzliche Basis, das Fuß- und Wanderweggesetz, das ja im internationalen Vergleich wirklich sehr, man kann sagen, fast ein bisschen Vorbildcharakter hat. Und das zweite ist diese berühmte Begegnungszone, die ja ihre Anfänge in der Schweiz gefunden hat. Zum Einstieg eine kleine, etwas lustige Anekdote. Wir hatten vor einigen Jahren, 2013, eine Praktikantin aus Dresden bei uns auf der Geschäftsstelle. Diese Praktikantin hatte den Auftrag, die Sicherheit von Fußgängerinnen und Fußgängern auf Fußgängerstreifen zu untersuchen. Und sie wollte einen Vergleich ziehen zwischen Dresden und Zürich, die einwohnermäßig etwa auf
auf gleichem Niveau sind. Und so hat sie angefangen und sie hat dann sehr schnell aufgegeben, weil sie hat gesehen, dass, oh, jetzt sieht man die Grafik nicht, tut mir leid, ah, jetzt sieht man die Grafik besser, genau. Sie hat dann ziemlich schnell gesehen, die Datenlage ist ungenügend. Also was man hier sieht, in ganz Dresden gab es damals 17 Fußgängerstreifen, wobei in Zürich mehr als 3000 Fußgängerstreifen schon vorhanden waren. Also das zeigt eigentlich ganz klar, ja, okay, ich sehe schon, wir sind da vielleicht wirklich an einem anderen Punkt als ihr in Deutschland. Zu diesem Fuß- und Wanderweggesetz. Dieses Gesetz ist ein altes Gesetz und es fand seine Ursprünge, wie so oft in der Schweiz, in einer Volksinitiative. Also das heißt, die Zivilbevölkerung hat sich zusammengetan und hat mittels einer Volksinitiative, also dem Einreichen von 100.000 Unterschriften von Bürgerinnen und Bürgerinnen gefordert, dass Fuß- und Velowege Einzug finden in der Verfassung, also Fußwege, Fuß- und Wanderwege, Entschuldigung, die Velowege kommen nachher, also dass die Fuß- und Wanderwege Einzug finden in der Verfassung. Und das hat darin resultiert, dass das nationale Parlament das aufgenommen hat, gefunden hat, dieses Anliegen ist berechtigt, das war dann in den 80er Jahren, und einen Gegenvorschlag ausgearbeitet hat, der dann breit getragen wurde und bei der Volksabstimmung, die obligatorisch ist bei einer Verfassungsänderung, fast 80% Zustimmung in der Bevölkerung fand. Das war die Basis. Also die Zivilgesellschaft hat gefordert, dass die Fußwege, die Wanderwege Einzug finden in die Verfassung. Und die Wanderwege, die interessieren Fußverkehr Schweiz nur am Rande. Die Wanderwege haben eine andere Organisation, aber natürlich glaube ich schon, dass der Erfolg dieser Initiative auch wesentlich in der Kombination der beiden Themen gelegen hat, weil natürlich Wandern in der Schweiz, ihr kennt das, das ist natürlich sehr gut verankert und genießt sehr hohe Akzeptanz und Sympathie in der Bevölkerung. Übrigens, dieses FWG, ja, gilt heute noch als Vorbildgesetz. Wir haben gerade jetzt jüngst mit einem Gesetz für Velowege, das Bundesgesetz für Velowege, das Vorbild dieses FWG genommen. Jetzt ist nicht, oder vielleicht noch kurz inhaltlich, bevor ich zum Fazit komme. Vielleicht ganz kurz für diejenigen, die sehr in der Politik sind, wie sich das äußert in der Verfassung. Der Bund legt Grundsätze über Fußwander- und Velowegnetze fest und er kann natürlich, also er verpflichtet die Kantone, das zu tun, und er kann natürlich Maßnahmen ergreifen, er kann das fördern, dass die Kantone das machen und so weiter. Und das setzt sich dann um in einem Gesetz, eben diesem FWG, diesem Fuß- und Wanderweggesetz, das als Zweck hat, die Anlage und die Erhaltung zusammenhängender Fuß- und Wanderwegnetze. Also, das FWG schreibt vor, dass die Kantone planen, anlegen und erhalten, und zwar Fußwegnetze. Also das heißt zusammenhängende Fußwege, Fußwegnetze. Und es enthält auch die Ersatzpflicht. Das heißt, wenn in einer Gemeinde beispielsweise Wege aufgehoben werden, müssen wieder welche erstellt werden. Und es hält auch fest, dass die Zusammenarbeit mit Fachorganisationen möglich ist. Das ist auch der Grund, weshalb Fußverkehr Schweiz sehr viel arbeitet für den Bund. Natürlich war das eine Kompetenzfrage. Ohne die Kompetenz der Fachorganisationen wäre der Bund gar nicht in die Lage, diese Arbeit zu machen. Und die Beschwerdelegitimation, das ist eine ganz wichtige Rolle, die wir einnehmen, wenn große Straßenprojekte beispielsweise anfallen und der Fußverkehr wie so oft vergessen geht, dann sind wir legitimiert, Beschwerde zu machen. Ich habe in einem Vorstoß im nationalen Parlament, ihr seht das rechts unten, gefordert, dass man nach 30 Jahren FWG mal Bilanz zieht. Und die Bilanz, die ist relativ ernüchternd. Sie hat nämlich gezeigt, weniger als die Hälfte aller Schweizer Gemeinden haben diese Planung, diese Fußwegnetzplanung. Und das ist schon sehr, sehr ernüchternd, wenn man denkt, dieses Gesetz gibt es seit 30 Jahren und es ist der Vollzug hapert.
So sieht so etwas aus wie ein Fußwegnetz, einfach damit ihr das euch vorstellen könnt. Viele unter euch sind wahrscheinlich fast tiefer drin, sind vielleicht in der Planung beschäftigt, tiefer drin als ich. Also man definiert auf einem Plan quasi, wo die Fußgängerströme sind und bereits das Anlegen so eines Plans, ohne dass Infrastrukturmaßnahmen folgen, ist sehr, sehr wirksam. Weil die Gemeinde, die muss sich erstmal überlegen, ja, wo gehen die Leute durch, wo sind die Schulwege für die Kinder, wo ist die höchste Frequenz, wo gehen die Leute einkaufen, wo gehen sie zu Fuß einkaufen, warum gehen sie zu Fuß einkaufen, wo sind gefährliche, die Verkehrssicherheit ist sehr ein großes Thema im Fußverkehr, wo sind gefährliche Wege, wo sind sichere Wege. An eine Fußwegnetzplanung haben wir vier Anforderungen. Das eine ist attraktiv. Zu dem komme ich nachher gleich noch. Was ist überhaupt ein attraktiver Fußweg? Wie gestaltet man einen attraktiven Fußweg? Und warum muss der Fußweg attraktiv sein und nicht nur sicher? Das zweite ist natürlich die Sicherheit. Das ist sehr, sehr relevant. Und zwar nicht nur die Sicherheit objektiv, also wie viele Unfälle passieren, sondern auch die Sicherheit subjektiv. Beispielsweise gehe ich als Frau beispielsweise nicht gerne durch eine unbeleuchtete, dunkle Unterführung, weil ich mich nicht sicher fühle, obwohl vielleicht objektiv die Sicherheit gar nicht so schlecht ist. Sie muss natürlich, die Wege müssen hindernisfrei sein, das heißt, sie müssen sich auch eignen für Lernende im Verkehr, also Kinder oder auch ältere Menschen. Und das Fußwegnetz muss zusammenhängend sein und dicht. Also man darf nicht die Menschen zu Fuß irgendwie umleiten, dass sie kilometerlange Umwege machen. Vielleicht ein kleiner Exkurs zu dieser sehr interessanten Untersuchung von Hillenhütter 2016, das sind neuere Zahlen. Da wurde berechnet, was akzeptierte Gehdistanzen sind. Also welche Wege sind Menschen bereit, auf sich zu nehmen zu Fuß und welche Kriterien bringen Menschen dazu, weiter zu Fuß zu gehen. Das ist sehr relevant, beispielsweise bei der Anlage des öffentlichen Verkehrs. Wie weit darf eine Bushaltestelle entfernt sein, damit die Person bereit ist, den Bus zu nehmen und nicht das eigene Auto vor der Türe? Das sind sehr wichtige Punkte. Und da ist es, das zeigt sich wieder eben, dass diese Qualität, die Attraktivität des Weges sehr, sehr relevant ist. Also die Menschen wollen nicht langweilige, laute Wege auf sich nehmen, sondern sie wollen angenehme Wege haben, wo es Schatten hat, wo es Plätze hat, um zu verweilen, wo die gut beleuchtet sind, die sicher sind, die abgetrennt sind vom Verkehr wegen Lärm und so weiter. Also das sind sehr relevante Dinge. Und wenn wir von Verkehrsverlagerung sprechen, wenn wir Leute dazu bringen wollen, mehr zu Fuß zu gehen, dann müssen wir das beachten. Wir zeigen auch gute Beispiele in der Schweiz. Zusammen mit dem Bund prämieren wir alle drei Jahre ein vorbildliches Fußgängerprojekt. Dieser Preis nennt sich Flâneur d'Or, also der goldene flanierende Mensch quasi, den wir verleihen. Und da zeigen wir auch öffentlich in einer Broschüre, was wir unter sehr guter Fußinfrastruktursplanung verstehen. Da gibt es auch eine Website und sehr ausführliche Dokumentationen dazu, vielleicht kleine Klammer, da wir sehr viel mit der öffentlichen Hand zusammenarbeiten, sind praktisch alle unsere Dokumentationen frei zugänglich auf unserer Website. Das zweite Beispiel, das ich herausgepickt habe, ist die Begegnungszone, auch darum, weil sie gerade 20 geworden ist. Und wenn man 20 wird, wird man ja quasi so erwachsen und dann ist vielleicht auch mal die Zeit, da eine Bilanz zu ziehen. Was ist die Begegnungszone? Sie ist ein ordentliches Verkehrsregime in der Schweiz. Für diejenigen, die das nicht so kennen, was wir so für langsamere Verkehrsregimes haben. Wir haben natürlich auch noch die Autobahn mit 120 und die Autostraße mit 100. Aber innerorts haben wir 50 generell. Die 30er-Zone, die ist gleich wie in Deutschland, glaube ich, auch vom Regime her. Dann kennen wir die Fußgängerzone, die kennt man in Deutschland auch gut. Also das heißt die ganz verkehrsfreie Zone, wo nur Zulieferungen erlaubt sind. Und dann gibt es eben diesen gut schweizerischen Kompromiss, die Begegnungszone. Zone 20. Die Begegnungszone unterscheidet sich von der Fußgängerzone dadurch, dass sie
grundsätzlich befahrbar ist. Also die Autos, die dürfen durch die Begegnungszone durchfahren. Und die Idee ist, dass es eine Zone ist, die flexibel ist in der Nutzung, in der aber nicht das Auto im Zentrum steht. Also das heißt, wenn politisch eine Fußgängerzone nicht möglich ist, dann ist vielleicht eine Begegnungszone möglich, weil diejenigen, die darauf bestehen, dass sie zufahren können, dann irgendwie den Weg sehen. Und wir haben jetzt oft erlebt, dass aus einer Begegnungszone, also in beide Richtungen, wir haben erlebt, dass Gemeinden anstatt Fußgängerzonen Begegnungszonen gemacht haben. Wir haben aber auch erlebt, dass Begegnungszonen zu Fußgängerzonen wurden, weil sie gemerkt haben, nein, eigentlich wäre die Fußgängerzone noch besser. Im Unterschied zur Tempo-30-Zone hat in der Begegnungszone der Fußgänger, die Fußgängerin Vortritt. Also das heißt, die Autos, die müssen wirklich Rücksicht nehmen und die müssen akzeptieren, dass das eine Straße ist, die verschiedene Nutzungen zulässt und nicht quasi hauptsächlich auf das Auto ausgerichtet ist. Interessant, einige Zahlen vielleicht dazu, das ist sehr interessant. Wir haben eine Erhebung gemacht, wie viele Leute kennt man, wenn man an einer Begegnungszone wohnt. Das ist schon sehr interessant, oder? Also das heißt, tatsächlich eine Begegnungszone hilft dazu, die Nachbarschaft zu beleben. Und das ist auch ein Effekt dieser Förderung des Fußverkehrs, dass man eben auch eine sehr gute soziale Tat tut, weil Menschen auf der Straße sehr, sehr viel bessere Verankerung haben in der Gemeinde und das Vertrauen auch in die Behörden gestärkt wird. Oder hier beispielsweise die Angst vor Belästigungen und körperlichen Übergriffen, was natürlich ein Dauerthema ist, ja auch in Deutschland, auch in der Schweiz. Da sieht man auch, oder diese Begegnungszone durch die bauliche Gestaltung, aber auch durch das Annehmen des öffentlichen Raums, durch die Menschen zu Fuß, wird zu einem sicheren Platz. Und ich glaube, das ist das Ziel, wo wir hinarbeiten müssen. Ganz kurz nur diese Folie, die kann man dann nachher nachlesen, wenn es einem interessiert. Einfach vor 20 Jahren entstand diese Begegnungszone eigentlich als Pilotprojekt in einem Dorf, das heißt Burgdorf, in einer Kleinstadt. Und die Idee war eigentlich quasi, einen Weg zu finden, der für alle irgendwie passt. Wie findet man diesen Zwischenweg, wo man eigentlich diese Interessen der Fußgänger und Fußgänger respektieren kann, aber auch die Interessen des Gewerbes? Ups. Heute gibt es über 1000 Begegnungszonen in der Schweiz. Also es ist in dem Sinn etabliert. Es gibt aber noch sehr, sehr viel Potenzial. Also das heißt, 1000 Begegnungszonen, wir haben auch sehr viele Gemeinden in der Schweiz. Das heißt, nicht jede Gemeinde hat eine Begegnungszone oder hat eine Tempo 30 oder eine Fußgängerzone. Es gibt noch sehr viel Arbeit, aber es ist ein etabliertes Instrument geworden und es ist auch ein Instrument geworden, das sehr viel Spielraum zulässt für verschiedene Nutzungen, sei es partizipative Nutzungen, wo die Bevölkerung mit einbezogen wird oder auch gestalterische Nutzungen. Wir haben diese Pop-up-Begegnungszonen in größeren Städten, also wo quasi temporär beispielsweise in den Sommerferien Begegnungszonen angelegt werden. Und das ist sicher ein schönes Projekt, das sind schöne Projekte, die auch in Richtung Verkehrswende Pilotfunktion einnehmen können. Noch kurz zum ökonomischen Nutzen, das ist ja der große Streitpunkt. Gehen die Leute überhaupt noch einkaufen, wenn sie nicht mit dem Auto hinfahren können? Und da gibt es wirklich Untersuchungen, die zeigen, diese Sorgen sind absolut unberechtigt. Also das heißt, Begegnungszonen, Fußgängerzonen sowieso sind klar positiv in der Bilanz. Das heißt, sie schaffen Arbeitsplätze und die Menschen geben auch mehr Geld aus, als wenn es eine Durchfahrtsstraße ist. Ich komme zum Fazit und bin gut in der Zeit. Meinem kleinen Fazit, das zu Fuß gehen, einfach nochmals, es ist die natürlichste, gesündeste, günstigste und ökologischste Mobilitätsform, weil man keine Hilfsmittel dazu braucht, weil man täglich zu Fuß unterwegs ist.
Und wer die Verkehrswende ernst nimmt, der schafft mehr Platz für Menschen zu Fuß auch deswegen. Und ich denke, jede Investition in die Fußgängerinfrastruktur ist eine Investition in die Verkehrswende und damit in die Zukunft. Ich freue mich auf eure Fragen. Dann würde ich gerade an Paul übergeben und Anna, ist, müsstest du den Bildschirm oder müsstest du mich da wieder rauswerfen? Du machst das. Ja, ganz herzlichen Dank, Marjona. Das zeigt zum einen, dass, glaube ich, die Probleme überall sehr ähnlich sind. In den Lösungen seid ihr tatsächlich gerade die Begegnungszone, die wurde uns ja bisher nicht gegönnt vom Verkehrsministerium. Und dann natürlich auch mal diese Zahl mit den Zebrastreifen da von Dresden. Das hat natürlich schon gezeigt, dass es da doch in der Lösung schon große Unterschiede gibt auch. Ich werde es ein bisschen in meinem Vortrag eher versuchen, ein bisschen die Institutionen, wie weit die sind in Deutschland und solche Sachen ein bisschen anzuzeigen. Ich hoffe, ihr seht jetzt auch die Präsentation, dass es losgeht. Dieser schöne große Zebrastreifen, den nehme ich gerne für Präsentation. Ich gebe zu, er ist aus Rotterdam und nicht aus Deutschland, leider. Das gibt es bei uns nur sehr selten. Da müssen wir eben dran arbeiten, dass es die öfters gibt. Genau, ich bin vom beruflichen Hintergrund her Stadt- und Verkehrsplaner und deswegen sehr immer an, normalerweise gerne viele Bilder und schöne Szenen, aber heute versuche ich mal die ganz trockenen Sachen der Institutionen in Deutschland ein bisschen durchzugehen. Ich erlaube mir auch kurz vorher Fuß e.V. vorzustellen. Wir sind ähnlich, eben auch Lobby und Fachverband zugleich wie Fußverkehr Schweiz. Wir haben etwa 50 Ortsgruppen in Deutschland, also so ab 3 Personen, die miteinander arbeiten, ist es eine Ortsgruppe auch. Fuß e.V. arbeitet auch in Modellprojekten, vor allem mit dem Umweltbundesamt zusammen. Und genau, die anderen Sachen komme ich vielleicht später noch drauf. Vielleicht zu Bayern noch. Es gibt jetzt funktionierende Ortsgruppen in Nürnberg, Fürth und in München. Und ich denke, in Augsburg, da könnte auch bald was gehen. Genau, das ist die Website von Fuß e.V., wo es auch dann zahlreiche Informationen gibt zu allen möglichen Dingen, von rechtlichen bis planerischen, bis zu eben auch der Philosophie des Zu-Fuß-Gehens, das ja auch manchmal ganz spannend ist, da sich ein bisschen damit zu beschäftigen. Das ist ein bisschen, was ich jetzt hier durchgehen möchte. Zu dem ersten Punkt wollte ich einmal, da werde ich nicht weiter drauf eingehen, aber wichtig ist, dass es natürlich schon viele Kommunen gibt, die anfangen, Fußverkehrsstrategien zumindest mal in Auftrag zu geben, zu verabschieden. Also gibt schon auch, Berlin hat schon relativ früh angefangen. Oder eben auch, dass es Fußverkehrsbeauftragte gibt, zum Beispiel Leipzig ist eine davon, die das sehr ernst nimmt. In Wuppertal gibt es ihn, glaube ich, schon am längsten, aber der war auch sehr, hat, glaube ich, relativ wenig Kompetenzen gehabt. Da würde ich ein bisschen versuchen, auf Bayern einzugehen, was dann bundesweit, was es da für Aktionen gibt, auch mit anderen Verbänden zusammen. Dann noch mal ein bisschen auf Fuß e.V. kommen, was wir so uns wünschen, was in Deutschland sich ändern sollte. In Bayern ist es so, dass es eine Abteilung Nahmobilität und Radverkehr im Verkehrsministerium gibt, die bisher sagen, dass sie keine Kapazitäten für Fußverkehr haben. Ich habe da auch einen Vertreter mal auf einer Konferenz in Baden-Württemberg getroffen. Da hat er aber gesagt, ja, schön, was hier so passiert, aber in Bayern schafft man das noch nicht, weil wir zu wenig Leute sind. Das sind auch nur 4 Personen und natürlich kann man sich vorstellen, was an Radverkehr da passiert, dass die dann schon auch ausgelastet sind. Leider mehr Personal gönnt die bayerische Staatsregierung dem Thema eher nicht. Baden-Württemberg eben, die organisieren Kongresse, machen fördern auch Fußverkehrschecks, die sind da schon ein bisschen weiter. Genauso gibt es hier eine Arbeitsgemeinschaft fahrradfreundlicher Kommunen, die auch das mit dem Fußverkehr bis jetzt außen vor lässt, während in Nordrhein-Westfalen oder Baden-Württemberg, die sagen, wir machen Fuß- und Radverkehr. Wobei man schon sagen muss, dass bei diesen gemeinsamen Betrachtungen meistens der Fußverkehr ein bisschen hinten runterfällt. Das, ja. Hier in Bayern vielleicht eine Aktion nochmal. Ihr habt diesen Flaneur-Dor. Wir haben uns da auch gedacht, man müsste mal so eine Art Wettbewerb mal starten. In dem Fall war es tatsächlich auch eine Initiative vom VCD, der dann die SRL, die Vereinigung für Stadt, Regional, Landesplanung hier in Bayern und Fuß e.V. dann mitgenommen hat, einen Wettbewerb auszuschreiben für Wohlfühlplätze. Wir haben mal versucht, mit Platzgestaltung reinzukommen. Das hat die Fineo-Stiftung unterstützt und haben jetzt sozusagen das im letzten Frühjahr ausgeschrieben. Dann war die Jury-Sitzung im Juni und inzwischen steht fest, wer eine Prämie bekommen hat. Die Preisverleihung wird dann Anfang Januar sein. Das sind sozusagen die ersten. Wir haben 3 erste und 4 zweite Preise und das sind die 3 ersten Preise jetzt einfach mal, die uns als sehr gelungen galten, weil sie doch auch ein bisschen die Plätze sehr aufgewertet haben in Richtung Stellplätze raus, das Zu-Fuß-Gehen verbessert haben, den Aufenthalt verbessert haben und
Das hat eigentlich gut Anklang gefunden, haben sich immerhin 30 Kommunen beworben. Da haben wir schon ein bisschen, zuerst ein bisschen Bammel gehabt, ob das funktioniert, aber es hat tatsächlich geklappt. Bundesweit ist es so, dass wir natürlich in diesem Koalitionsvertrag ein paar Sachen drin haben, die dazu stehen. Das steht in das Straßengesetz, da komme ich nachher noch drauf, soll geändert werden. Vision Zero als Sicherheit steht da und es steht eben in einem Satz zum Fußverkehr drin. Den Fußverkehr, der strukturell und mit einer nationalen Strategie. Und dieser letzte Punkt ist natürlich sehr wichtig, dass wir dann hoffentlich auch eine nationale Fußverkehrsstrategie, so wie es einen nationalen Radverkehrsplan gibt, bekommen. Und sehr wichtig auch, dass die Verkehrsministerkonferenz der Länder vor kurzem das Thema auch mal aufgegriffen hat, das Thema Fußverkehr und einige Themen eingebracht haben und eigentlich sagen, wir bräuchten eigentlich eine Fußverkehrsnovelle. Ihr wisst, dass es auch schon eine Radverkehrsnovelle der Straßenverkehrsordnung gegeben hat und dass dann dort einige Dinge auch verbessert werden sollen. Ja, was momentan auch bundesweit spannend ist an Verbänden. Der ADFC hat eben zu diesem Straßengesetz, hat das aufgegriffen, was im Koalitionsvertrag steht, und hat dann 14 weitere Verbände eingebunden, unter anderem auch Fuß e.V. Die Idee ist, dass man sozusagen, wenn man das Straßengesetz ändert, wo bis jetzt nur die Sicherheit und die Flüssigkeit des Verkehrs festgeschrieben ist, dass man da auch Klima, Umweltschutz, Gesundheit und die städtebauliche Entwicklung mit reinnimmt. Und dann hat man eine andere Basis für die Straßenverkehrsordnung. Viele Verbände, unter anderem auch Fuß e.V., sagen eh schon, wir brauchen eigentlich eine Straßennutzungsordnung statt einer Straßenverkehrsordnung. Genau. Der VCD ist bundesweit dran, ein Bundesmobilitätsgesetz zu initiieren und das dann sehr, sehr weitgehend ist. Man kann sagen, dieses Straßengesetz, das könnte eine Sache sein, die eigentlich innerhalb von ein paar Monaten passieren könnte, ist die Hoffnung. Ein Bundesmobilitätsgesetz, das ist schon etwas komplexer, das wird dann schon ein Prozess sein, der vielleicht 2, 3 Jahre dauert. Das muss man aber sehen. Das eine ist eine kurzfristige Sache und das andere eine längerfristige. Genau, was passiert sonst so? Immerhin, es gibt schon sehr lange die BUFCOS, die Bundesumwelt- und Verkehrskongresse. Die heißen, seit 2001 heißt es Bundesumwelt- und Verkehrskongress. Früher gab es mal, deswegen noch die Zahl in Klammern, einen BIFCO, der Bürgerinitiativenverkehrskongress. Der nächste ist übrigens am 31.3. bis 2.4. in Lüneburg. Und da ist Fuß e.V. auch immer mit dabei und gibt es auch dann immer Workshops eben zum Fußverkehr. Den Fußverkehrskongress selber hat die Uni Wuppertal zum ersten Mal veranstaltet als Initiative. Das hat dann relativ schnell das Uber übernommen und es gab jetzt in Berlin und Stuttgart. Der Stuttgarter war leider digital, weil in die Corona-Zeit gefallen ist. Und der nächste, der hätte eigentlich im Herbst 2022 stattfinden sollen, der wurde aber dann noch verschoben und findet jetzt eben am 18. und 19.04. in Bremen statt. Fuß e.V. selber macht jeden ersten Donnerstag im Monat eine Fußverkehrsakademie. Das war so die Sache, wo man sagt, in der Pandemie wurde das geboren, dass man da digital versucht, etwas sozusagen an Weiterbildung zu betreiben, die ganzen Fußverkehrsthemen, die inhaltlichen Dinge und alles Mögliche dann immer so, genauso wie dieses Webinar hier in einer Stunde mit Vortrag und Diskussion dann eben weiterzubringen. Relativ jung ist noch unsere Fußverkehrs-App. Das war eine Idee, wo das Umweltbundesamt auf Fuß e.V. zugekommen ist, dass man eben mit einer App sozusagen gute und schlechte Situationen erfasst. Die werden dann sozusagen ja ins Netz gestellt und können Kommunen eben auch darauf zurückgreifen, wenn sie Interesse haben, ihre Situation zu verbessern. Oder eben örtlich Engagierte können dann auf solche Sachen auch zurückgreifen. Wo häufen sich Einträge? Wo sind es mehr viele negative Stellen? Wo sind es die positiven Stellen zu sehen? Das sind zwei so aktuelle Broschüren. Also da ist natürlich Fußverkehr Schweiz noch viel aktiver, aber wir sind jetzt immerhin auch ein bisschen dabei, solche Informationen als Broschüren, die natürlich auch als PDF immer abrufbar sind, unter die Leute zu bringen. Und genau, dann gibt es eben noch ein paar Sachen, die wir versuchen, gerade so inhaltlich weiterzubringen. Das eine Themenfeld ist, denke ich mal, die Durchsetzung bestehender Regeln, die es eigentlich schon gibt. Wir haben eigentlich eine planerische Richtlinie, die heißen die Empfehlungen für Fußgängerverkehrsanlagen. So umstritten man bei manchen auch diese Gesellschaft, das ist ja eine private Gesellschaft, die sozusagen ehrenamtlich erarbeitet werden, diese Empfehlungen. Aber trotzdem sind da gewisse Standards auch mit überlegt. Und eigentlich ist da zum Beispiel eine Gehwegbreite von 2,50 Meter sollte an allen Stellen sein. Das ist dargelegt. Das braucht man einfach, wenn man eine vernünftige Begegnung, da ist vielleicht eine Wand daneben, die man trägt, eine Tasche und so weiter, man sich komfortabel begegnen möchte auf einem Gehweg, dann sind 2,50 eigentlich eine Mindestbreite, die man einhalten sollte. Und wenn es natürlich Geschäfte gibt, Auslagen oder Sitzmöglichkeiten, dann sollte das eher Richtung
breiter werden, das ist auch klar. Dann Parken auf Gehwegen ist leider eine sehr, ja, wahrscheinlich in der Schweiz weniger vorhanden, aber bei uns ist es vor allem schwierig ist, denke ich, dieses systematische Gehwegparken, was wir oft in vielen Siedlungsbereichen haben, wo die Leute sich sozusagen, wo so ein Common Sense ist, dass man mit zwei Rädern auf dem Gehweg steht, das ist, denke ich, ein Unding an den meisten Stellen und gehört geändert. Und auch, dass wir eigene Regel haben, dass man 5 Meter beim Kreuzungsbereich nicht parken darf. Auch das wird meistens nicht vollzogen. Wenn diese drei Sachen vollzogen würden, dann wäre schon, glaube ich, einiges besser. Und dann gebe ich neue Regelungen. Tempo 30, wie in der Schweiz, ein Thema für uns. Regelgeschwindigkeit innerorts. Ich glaube, die meisten, die sich für das Verkehrsthema interessieren, haben das auch verfolgt. Wir wollen auch natürlich sowas wie die Begegnungszone und sowas, dass wir mehr Gleichberechtigung oder manchmal auch Vorrang vor den Fußverkehr bekommen. Breitere Einsatzmöglichkeiten für Zebrastreifen, weil kommt nicht von ungefähr, dass wir so wenige haben, weil die sind so schwierig definiert, diese Einsatzmöglichkeiten, dass dann oft meistens heißt, ja, da können wir leider keine machen. Die Begegnungszone würden wir auch gerne übernehmen. Wir haben zwar den verkehrsberuhigten Bereich, wo wir sogar Schrittgeschwindigkeit haben, aber deswegen sagt man meistens, der geht ja nur für irgendwelche Wohnstraßen, wo dann ganz wenig Verkehr ist und für so mehr vielleicht innerstädtische Bereiche, wo die Begegnungszone ein gutes Instrument ist. Da haben wir dann nur den verkehrsberuhigten Geschäftsbereich, der aber keinerlei Vortritt oder Vorrang für die zu Fuß Gehenden mit beinhaltet. Und wichtig wäre uns eine klare Vorrangregelung beim Queren. Das ist auch bei uns sehr kompliziert, wenn man an einer Hauptstraße entlang geht, es biegt ein Auto rechts ab. Was aus der Hauptstraße kommt, dann muss das halten. Wenn es aus der Nebenstraße einbiegt, dann hat es Vortritt, Vorrang vor dem zu Fuß Gehenden. Das ist sehr kompliziert, blickt wahrscheinlich auch niemand durch. Das wäre gut, das auch mal vielleicht etwas klarer zu regeln. Und die zu Fuß Gehenden wünschen sich auch einen gewissen Überholabstand, wenn man mit dem Fahrrad überholt wird, so für die Radfahrenden, das gegenüber den Autofahrenden wünschen. So gibt es da auch Wünsche zu sagen, sowas könnte man auch mal regeln, dass man da ein bisschen das Bewusstsein dafür schärft, natürlich auch. Ja, als Fuß e.V. haben wir uns da ein paar Eckpunkte auch gesetzt. Wichtig ist natürlich auch mal, das hat die Marion auch erwähnt, das wird ja meistens unterschätzt, die Bedeutung des zu Fuß Gehenden, des Fußverkehrs, das nochmal. Das in allen, das ist das Einfachste, jeder tut's, von der Wiege bis zur Bahre, so ungefähr. Ist es die erste Mobilität, die man kann, und dann die letzte. Das hängt natürlich sehr stark zusammen. Wir wollen die Stadt der kurzen Wege fördern, damit man auch viele Wege hat, die man zu Fuß zurücklegen kann. Der Mensch soll im Gegensatz zum Auto Vorrang haben. Wir möchten die vernünftige Gehwege haben, die natürlich breit und auch barrierefrei und nicht zugestellt sind. Querungen brauchen wir als zu Fuß Gehenden. Der Rechtsrahmen müsste halt entsprechend geändert werden. Es soll Förderprogramme für Kommunen geben. Es soll weiterhin geforscht werden. Und wir sehen auch, eine nationale Fußverkehrspolitik ist auch wirklich ein Stück Querschnittsaufgabe, die jetzt nicht nur Mobilität betrifft, sondern auch Gesundheit. Und die soziale Teilhabe beim zu Fuß Gehen ist ja auch am größten. Das wäre deswegen auch hier die Forderung, dass es doch breiter aufgesetzt wird, das zu Fuß Gehen. Ja, damit wäre ich mit meinem Vortrag auch zu Ende und hoffe, dass ich jetzt so einen kleinen Rundumschlag machen konnte, was sich in Deutschland alles tut, um die missliche Lage zu verbessern. Genau, Dankeschön. Ja, super. Vielen herzlichen Dank euch beiden, liebe Mariona, lieber Paul. Ich denke, wir haben einen sehr, sehr guten, kompakten und auch gut verständlichen Überblick bekommen. Zum einen, was sich in der Schweiz getan hat und über zwei besonders hervorzuhebende Erfolge, von denen wir in Deutschland nur träumen können, nämlich eine Rahmengesetzgebung, die die Kommunen anleitet, auch wenn es nicht überall umgesetzt wird, aber immerhin bei der Hälfte. Kann man sagen, ist das Glas halb voll oder halb leer? Ich sehe es aus deutscher Sicht bei euch in dem Fall halb voll. Und die 20 Jahre Begegnungszone, für die ich euch auch sehr beneide. Und zum anderen von Paul, die eben den Stand in Deutschland und auch gleich mit einer sehr konkreten Liste von Vorschlägen, was man denn machen müsste. Und da sehe ich in der Tat nicht nur den Bund gefordert, sondern ersatzweise, wie es im Föderalismus bei uns ist, sehr gerne auch den Freistaat Bayern. Und du hast ja Baden-Württemberg dankenswerterweise erwähnt, die ja sogar im Ministerium ganz eine eigene Abteilung, also einen ganzen Bereich mit mehreren Referaten geschaffen haben, die sich mit der Nahmobilität beschäftigen und nicht nur irgendwie vier Leute oder ich glaube inzwischen sind es sogar sechs, aber sei es drum, sei es vier VZE oder so, ich weiß es nicht genau, also eine Handvoll Leute halt, sondern wirklich einen großen Stab, einen ganzen ministerialen Bereich aufgebaut haben, der sich mit Fuß- und Radverkehr
und auch mit den Schnittstellen zum ÖV etc. beschäftigt. Genau. Ich habe eine Frage an die Marionna, bevor wir sehr gerne gleich zu den Fragen kommen, die sich in der Frage-Toolbox schon sammeln. Da sind auch schon einige, wie ich finde, auch sehr gute Fragen eingegangen. Die Anais hat das ja im Blick und wird das dann gleich portionsweise einbringen. Marionna, du hast gesagt, die Hälfte ist noch umgesetzt worden. Was denkst du? Meine Frage zielt auf die Auswirkungen dieses Rahmens, den der ja, also die nationale Ebene vorgegeben hat für die Kommunen. Wenn es die denn jetzt nicht gäbe, das FWG, wie es bei euch heißt, wenn man das nicht eingeführt hätte, also den deutschen Stand hätte, denkst du, die schweizerischen Kommunen hätten sich da trotzdem auf den Weg so weit begeben, wie sie jetzt sind? Oder denkst du, dann wäre in der Schweiz der Fußverkehr noch nicht so auf dem Niveau ausgestaltet, auf dem fußgängerfreundlichen Niveau vergleichsweise ausgestaltet, wie es heute ist? Also hat das geholfen oder kannst du das empfehlen? Ist das wichtig für uns? Oder siehst du doch eher das Manko, dass es viele nicht umgesetzt haben? Also ich glaube, in dieser Beziehung ist es ganz sicher ein Glas, das halb voll ist, also auf jeden Fall. Also ich glaube, ohne dieses Gesetz wäre gar nichts gegangen. Und bereits schon der Verfassungseintrag ist quasi dieser berühmte Foot in the Door. Also man hat das mal in der Verfassung drin, man kann sich darauf beziehen, man hat ein Gesetz, man kann sich darauf beziehen, die Kantone können sich darauf beziehen, die Gemeinden müssen sich darauf beziehen. Also es ist wirklich, ich glaube, das ist die Grundlage von allem. Oder dass es einen Konsens gibt, möglichst auf hoher Ebene, auf nationaler Ebene, dass man etwas macht für den Fußverkehr. Ich glaube, das ist ganz wichtig. Warum dieser Vollzug nicht so gut geklappt hat bis jetzt oder nur, ja, ich würde jetzt schon sagen, nicht so gut. In der Schweiz, ja, meistens halten wir uns ja schon so an Gesetze grundsätzlich. Warum das nicht so gut geklappt hat, hat verschiedene Gründe. Und im Moment ist auch gerade eine Untersuchung im Gange, wo man das Gespräch sucht mit den Kantonen, warum es nicht funktioniert hat. Und ein Grund ist da ganz ein Plumper. Es fehlen die Fachleute. Also ja, und das, glaube ich, gilt auch für Deutschland und für alle Länder. Oder es fehlen die Spezialistinnen, die Spezialisten, die sich auskennen, die Zahlen erheben können, die diese Pläne erstellen können. Und wenn die Kantone keine Fachleute finden, die sie anstellen können, dann kann man auch keinen Vorwurf machen, dass sie das nicht verfolgen. Und natürlich ist es auch immer die Ressourcenfrage und da spielt die Politik wieder natürlich mit. Oder also auch bei uns beim Bund ist der Langsamverkehr, wie es bei uns heißt, angesiedelt im Bundesamt für Straßen, was ja grundsätzlich schon so, und das Bundesamt für Straßen, wir wissen, es hat ja oft andere Prioritäten, als den Langsamverkehr zu fördern. Also da kommt dann wieder die Politik ins Spiel, die dann auch diese Ressourcen freimachen will und muss und diesen politischen Willen auch haben muss, dass man hier investiert. Ja, die staatlichen Bauämter und Vulgo-Straßenbauämter genannt in Bayern sind bis jetzt auch noch nicht dadurch aufgefallen, dass sie den Langsamverkehr, Nahmobilität gefördert hätten, eher in die Hinsicht, dass sie ihn zur Seite geschoben haben, nämlich um die Bahn frei zu machen für den Kraftverkehr. Ja, vielen Dank für die Einschätzung. Also ich denke auch, dass wir unbedingt einen politischen Rahmen auf Landesebene oder noch besser eben auf Bundesebene brauchen, um die Kommunen hier zu unterstützen und zusätzlich aber dann nicht nur zu sagen, macht mal und plant irgendwie. 2056 Kommunen in Bayern, teilweise sehr, sehr kleine, mit sehr kleinen Rathäusern und sehr kleinen, mit wenig Personal besetzten Verwaltungen. Da braucht es dann schon auch Hilfe und Beratung und Unterstützung und das Know-how. Jedenfalls, wir haben nächstes Jahr Landtagswahl. Wenn ich nicht mehr gewählt werden sollte, wonach es jetzt gerade nicht ausschaut, aber wenn ich eine Anschlussverwendung suche, dann werde ich Fußverkehrsplaner und bewerbe mich in der Schweiz. Ich habe gehört, man zahlt bei euch ganz gut. Scherz beiseite, jetzt übergebe ich an die Anais für die Fragen. Ja, vielen Dank und guten Abend. Ich würde mal starten mit ein paar Fragen, die sich mit der Begegnungszone, mit den verkehrsberuhigten Bereichen beschäftigen an die Marionna. Und zwar ist da eine Frage bei über 100 Zonen in Zürich und Bern.
sind das mehrere Fußgängerzonen? Sind die jeweiligen Straßen für den Autoverkehr einfach nur gesperrt oder wie ist das sozusagen geregelt mit den verkehrsberuhigten Bereichen? Dann, wie die Erfahrungen mit Tempo 20 sind, ist eine weitere Frage bei den Begegnungszonen. Gibt es da Erfahrungen, wäre Schritttempo besser? Und wenn ja, wäre das durchsetzbar? Genau, und dazu passend, aber sozusagen benachbart, wie die Sicherheitsstatistiken für Zebrastreifen sind in der Schweiz. Und diese durch eben solche Regularien bezüglich der erwarteten Verkehrsmenge sozusagen beschränkt sind. In Deutschland ist es ja so, dass man nicht überall einen Zebrastreifen hinmachen kann, wo man möchte, sondern dass ganz vielen Bedingungen unterliegt. Sagen wir erstmal soweit. Das wären sozusagen, wie ist das geregelt in Zürich und Bern mit den verschiedenen Fußgängerbereichen, Fußgängerinnenbereichen und die Sicherheit bei Tempo 20 respektive Zebrastreifen. Anni Marionna. Ja, also ich sehe die Frage nicht. Ich habe sie jetzt nur von dir gehört. Ich habe die erste Frage auch nur am Rande inhaltlich verstanden, muss ich sagen. Also grundsätzlich, es sind keine Fußgängerzonen. Begegnungszonen sind ein anderes Regime. In Fußgängerzonen dürfen Autos nicht fahren, außer für die Zulieferung beispielsweise von 7 bis 8 morgens, oder? Und in den Begegnungszonen dürfen Autos im Normalfall fahren, oder? Also das heißt, außer es wird temporär irgendetwas gesperrt. Aber sie dürfen dort fahren, sie dürfen aber nur mit Tempo 20 fahren und die Menschen zu Fuß haben Vortritt. Also das ist ein ganz anderes Verkehrsregime und so wird es auch angewandt. Also es gibt da nicht Mischformen oder so. Oder es gibt zum Teil Übergänge, also dass man eine Fußgängerzone hat und beispielsweise ein Übergang mit einer Begegnungszone gemacht wird, aber es ist eigentlich etwas, das man nicht unbedingt mischt, planerisch, oder? Also wenn das die Frage ist, wenn ich sie richtig verstanden habe. Sonst fragst du nachher nach, Anis. Wie sind die Erfahrungen mit Tempo 20? Also grundsätzlich gilt ja wie immer bei diesem Tempo, es ist die Maximalgeschwindigkeit und die hängt ja vor allem ab von baulicher Infrastruktur. Und natürlich macht man diese Begegnungszonen, gestaltet man diese baulich so, dass diese Tempo 20 eingehalten werden müssen oder die Leute sogar langsamer fahren müssen. Und ich glaube, alle, die selber Auto fahren, wissen ja das auch, wenn man in eine Zone kommt, wo die Menschen Vortritt haben, die baulich so gestaltet ist, dass die Fußgängerinnen und Fußgänger nicht abgetrennte Wege haben, wo die Kinder auf der Straße spielen, dann fährt man nicht schneller als 20. Also das funktioniert sehr gut und wie wir ja auch wissen, sind niedriger Geschwindigkeiten ja auch sicherer. Was mich zum dritten führt, die Sicherheitsstatistiken auf den Zebrastreifen. Also diese Unfallstatistiken sind im Moment so, die Zahlen sind eigentlich langsam gesunken bis etwa 2018, unterdessen so ein bisschen gestiegen, stagnierend. Es gibt ja auch diese Strategie der Verminderung der Unfälle in der Schweiz und dort sind die Fußgängerinnen und Fußgänger so, es stagniert so, auf niedrigem Niveau stagniert es. Selbstverständlich ist es so, dass die meisten Unfälle auf dem Fußgängerstreifen passieren. Das ist aber auch klar, weil dort ja die Leute auch auf die Fahrbahn treten. Und der klassische, übliche Unfall ist auf dem Fußgängerstreifen ist ein männlicher Autofahrer mit überhöhter Geschwindigkeit, der eine Frau auf dem Fußgängerstreifen anfährt. Oft sind auch Kinder Opfer, oft sind auch ältere Menschen Opfer, die zu wenig schnell oder aufmerksam über diese Fußgängerstreifen gehen können. Aber das ist klar. Aber man muss auch sagen, ich glaube, die Bilanz ist trotzdem positiv, oder im Kern, oder weil man natürlich, weil man sich nicht ausdenken will, wie das sonst aussehen würde, wenn die Leute kreuz und quer über die Straße gehen würden. Klar gibt es sehr strenge Anforderungen, wo diese Fußgängerstreifen angelegt werden können, bauliche Maßnahmen, Übersichtlichkeit, dann auch die große Diskussion beispielsweise auf Kantonsstraßen, Tempo 80 außerorts, wo sind Fußgängerstreifen sicherer oder weniger sicher oder wenn Autos auf einer Strecke sehr schnell fahren und vielleicht dieser Fußgängerstreifen nicht so gut ersichtlich ist, kann es ein höheres Risiko sein, als wenn es keinen hat und die Fußgängerinnen und Fußgänger selber schauen müssen, ob ein Auto kommt. Also da gibt es sehr hohe Anforderungen auch, also nicht nur an das überhaupt
Layout, an das Erstellen, sondern auch an bauliche Maßnahmen. Und der letzte Punkt vielleicht noch, es gibt auch eine große Diskussion, weil die Zahl der Fußgängerstreifen abnimmt in der Schweiz oder weil die Anforderungen gestiegen sind an die Sicherheit, nimmt die Zahl der Fußgängerstreifen ab. Also das heißt, es ist dann oft die einfache Lösung, gar keinen zu bauen. Und das ist natürlich nicht in unserem Sinne. Außer es ist eine Fußgängerzone nachher natürlich. Dann würde ich noch mal zwei Fragen anschließen, die sich auch auf die Begehungszonen beziehen, aber vor allem auch darauf, das eine ist Fußgängerstreifen, egal, auf die Bedürfnisse von Menschen mit Behinderungen, wo es um den Zebrastreifen geht. Das geht vielleicht auch, also das geht auch an die Marianna, dass da gerade die Behinderten Verbände oft Ampeln, also Lichtsignalanlagen statt Zebrastreifen fordern. Und wie kann man die Fußgängerstreifen so lösen, dass es auch für Menschen mit Behinderungen besser wird? Und wie sind Menschen mit Einschränkungen beim Sehen in Begegnungszonen berücksichtigt? Also diese Flächen, wie wird das gemacht, dass Menschen mit eingeschränkter Sicht, dass da gut durchkommen. Ja, vielen Dank für diese Fragen. Sie gehen schon sehr ins planerische, operative. Ich bin die politische Leitung des Verbandes. Also da müsste man vielleicht mit unserer Fachstelle Kontakt aufnehmen. Es ist uns ein dauerndes Thema. Also wir haben auch jemanden im Vorstand, der sich eben mit diesem Thema der Menschen mit Beeinträchtigungen und Fußverkehr und so weiter und der Infrastruktur beschäftigt. Also es ist immer wieder ein Thema. Auch politisch ist es ein Thema, dass man die Mobilität ermöglicht, auch diesen Menschen. Der zweite Punkt ist eben für die Details gerne der Geschäftsstelle, bei der Geschäftsstelle melden. Der zweite Punkt, das ist ein ganz grundsätzliches Problem, das Mischverkehr und das wissen wir ja auch bei Tempo 30, oder? Dass Mischverkehr eine anspruchsvolle Gegend ist, wenn man so sagen will. Man sieht das ja auch bei den automatisierten Fahrzeugen, die nicht im Mischverkehr fahren können technisch. Also das ist sehr anspruchsvoll. Das betrifft nicht nur Menschen mit Beeinträchtigungen, sondern eben auch Kinder beispielsweise, also Lernende im Verkehr. Und das ist sehr anspruchsvoll. Und es gibt auch verschiedene bauliche Maßnahmen, die helfen können für Menschen mit beispielsweise Sehbeeinträchtigungen, dass sie eine Führung haben. Oder und natürlich muss man auch sagen, eben gerade in der Begegnungszone haben die Menschen zu Fuß Vortritt. Und das ist schon ein relevanter Unterschied. Also das heißt, das Auto muss Rücksicht nehmen auf die Menschen im Straßenraum, aber eben die planerischen Details gerne in der Geschäftsstelle abholen. Dann würde ich mal übergehen zu zwei Fragen, die sich speziell an den Paul richten. Und zwar geht es darum, wo sollte ein Fußverkehrsbeauftragter in der Verwaltung am besten angesiedelt sein und mit welchen Kompetenzen, welcher Ausbildung wäre das in Deutschland? Und dann noch eine Frage zu den Wohlfühlplätzen. Da war die Rückfrage, dass die doch auf den Fotos recht gepflastert aussahen. Und die Teilnehmerin plädiert für Entsiegelung und mehr Grün. Also, wie weit habtet ihr das bei dem Wettbewerb berücksichtigt? Ja, zu dem ersten mit dem Fußgängerbeauftragten, der Fußgängerbeauftragten. Sie sollte auf jeden Fall eine, würde man sagen, nicht ganz unten in der Verwaltung angesiedelt sein, dass sie sozusagen alles, was in der Mobilität passiert, sozusagen im Auge hat. Und ich finde auch, dass sie schon in gewisser Weise eine gewisse Nähe zur Politik bräuchte, um die Sachen einzubringen. Also in Münden haben wir so eine Stelle vor kurzem ausgeschrieben, die muss demnächst besetzt werden. Und da gibt es jetzt einen Lenkungskreis Radverkehr. Da hoffen wir dann, wo der Radverkehrsbeauftragte drin sitzt. Und dieser Lenkungskreis hat mit der Politik zu tun. Und da wäre es uns auch wichtig, dass daraus ein Lenkungskreis Mobilität wird. Und da auch dann die oder der Fußverkehrsbeauftragte dann dort auch mit drin sitzt und da auch direkt eben ansprechbar ist. Und eben in der Verwaltung, dass einerseits Initiativen möglich sind und auch bestimmte Planungen einfach so über diesen Tisch gehen müssen, so eine Art
Das, glaube ich, ist ganz wichtig. Von der Ausbildung her, ja, ich glaube, es sind kommunikative Fähigkeiten geplant. Wichtig, alles und genauso vielleicht auch planerisch, wo man dann beurteilen kann, passt das noch von den Standards her und nicht. Das ist natürlich, ja, also würde man einen Planer vorstellen, eine Planerin, die aber auch gut sehr kommunikativ mit Leuten umgehen kann und auch mit allen, ja, gut kommunizieren kann, bis zu Schülerinnen und Schülern vielleicht, mit, und geht es ja auch Schulen, ist, sind ja wichtig, ja, für das Fußgehen dann mal gehört. Dann nochmal zu dem Wettbewerb. Es ist richtig, dass da, aber es sind meistens ist grün dazugekommen bei diesen prämierten Beispielen auch. Es ist teilweise noch sehr steinern. Man muss auch sehen, vorher waren da meistens Parkplätze. Also im Großen und Ganzen ist es schon besser geworden. Und das Pflaster ist natürlich von der Entsiegelung her dann auch schon wieder ein bisschen besser als der Asphalt, der da vielleicht auch vorher war. Es war schon immer auch sehr spannend, die Vorher-Nachher-Situationen zu vergleichen. Vielleicht zu dem ersten Preis noch, weil ich da auch das, die Möglichkeit hatte, mit denen, die das gewonnen haben, auch mal zu sprechen. Die haben auch gesagt, sie haben am Anfang haben sie 20 Bäume davor gesehen und haben dann eine sehr intensive Beteiligung gemacht. Am Schluss sind dann noch drei übrig geblieben, drei neue immerhin. Aber das war dann auch ein bisschen enttäuschend. Aber was uns dort sehr gefällt, dass es tatsächlich so eine Lösung ist im Sinne des Shared Space, wo man tatsächlich auch dieses Zusammenleben, Wirken von zu Fuß gehend und Autofahren, den glaube ich, ganz gut hinbekommt. Vielleicht noch eine Sache zur Sehbehinderung. Wenn sehr viele vielleicht unterwegs sind, dann kann man auch den Weg gehen in der Maria-Hilfer-Straße in Wien. Ist es so gelöst, dass es zwei Querungen gibt, wo sozusagen Sehbehinderte eine eigene Ampel für Sehbehinderte haben, die dann eben auslöst, wenn sie ihren Schlüssel da reinnehmen und dann, weil sie diese Sichtbeziehungen natürlich nicht so herstellen können, dann queren können. Das ist dann auch ein Thema, was vorhin da war mit dem Thema Begegnungszone und Querungsmöglichkeit eingefallen, dass zumindest da mal dieser Versuch gemacht worden ist. Und wie ich das letzte Mal da war, waren die Ampeln noch gestanden. Das scheint sich bewährt zu haben. Genau. Ich hoffe, ich habe es dann soweit beantwortet. Danke dir. An die Marianne noch eine konkrete Frage, wo die Untersuchung zum positiven Effekt der Begegnungszonen, Fußgängerzonen im Web zu finden ist. Das können wir ja im Zweifel auch im Nachgang nochmal mitgeben mit unserer Nachklapp-Mail, die wir immer machen. Da war nochmal die Bitte, das konkret zu wissen, was da erwähnt wurde. Ich Genau, würde sonst zum kann Beispiel. man mir auch jederzeit eine E-Mail schreiben. Man findet mich im Web und die Kontaktangaben. Genau, ich Selbstverständlich. würde vielleicht noch zum Schluss eine Frage so zum Abschluss, die sich hauptsächlich auf den Unterschied zwischen der Begegnungszone und dem verkehrsunberuhigten Bereich in Deutschland bezieht. Also was genau sind die Unterschiede und insbesondere, wie betrifft das den Radverkehr? Und das Zweite ist, wie kann man denn in Deutschland, wenn man jetzt eine Straße hat, sowas machen wie eine Begegnungszone, kriegt man das schon hin? Das wäre so an beide, glaube ich, so zum Abschluss nochmal. Mariana, möchtest du nochmal was Also ich dazu glaube, die Fragen richten sich an Paul, oder? Also die, ja, das ist, denke ich mir. Er kann ja mal anfangen, sonst kann ich vielleicht noch Dann ergänzen. fange ich doch mal an, sonst hätte ich immer gedacht, Ladies first. Aber der Unterschied ist ja, diese Begegnungszone, die hat, da sieht man, das spielt auf dem Schild ist das spielende Kind nicht drauf. Das ist der Unterschied sozusagen von den Schildern her. Das zeigt ein bisschen so, dass es eben auch breiter eingesetzt wird, während unser verkehrsberuhigter Bereich mit der Schrittgeschwindigkeit, die übrigens auch ganz unterschiedlich, dass ich die, da gibt es nur Gerichtsurteile, die sagen, was Schrittgeschwindigkeit ist. Die einen sagen, das ist 5 Kilometer, manchmal auch 12. Also dieser Bereich, da ist es nicht mehr so weit hin zu den 20. Das muss man auch mal sagen, weil man das sowieso auch kaum ist. Die Messbarkeit ist da sowieso auch schwierig in dem Bereich. Aber also der verkehrsberuhigte Bereich ist tatsächlich eher so für diese Wohnstraßen vorgesehen. Es gibt allerdings auch, wenn es jetzt an die Einsatzmöglichkeiten geht, die gesamte Altstadt von Memmingen ist ein verkehrsberuhigter Bereich. Also das hängt auch immer ein bisschen davon ab, wie Behörden, wie großzügig die sind und sowas auslegen. Wie gesagt, in Memmingen hat es funktioniert. Ansonsten, ganz wichtig ist immer, diese Verkehrsregelung ist eigentlich immer die Basis für die Gestaltung. Das hat die Marianne auch schon gesagt, die Leute schauen, wie ist es gestaltet und dann verhalten sie sich danach. Und das Schild wird meistens, das ist vielleicht die Voraussetzung, dass man so gestalten darf, dass die Leute langsam fahren und diese Bremswirkung vielleicht auch optisch auch ein bisschen da ist mit Streifen, die quer rübergehen oder ähnliches. Und ja, das ist bei den
Genau, das ist vielleicht nochmal wichtig zu beiden im Vergleich, verkehrsberuhigter Bereich und Begegnungszone. Aber die Möglichkeit ist natürlich der verkehrsberuhigte Geschäftsbereich bei uns noch, wo man auch 20 anordnen kann und der Vortritt nicht da ist, wo aber vielleicht, wenn es gut gestaltet ist, die Leute trotzdem die Fußgänger zu Fußgehenden vorlassen, auch wenn es rechtlich nicht die Basis ist. Sowas kann man auch an anderen Stellen beobachten. Wenn es so gestaltet ist, dann haben die vielleicht trotzdem Vortritt. Und irgendwann, denke ich, werden wir das Schild auch kriegen, die Begegnungszone, hoffe ich doch. Genau. Ja. Gut, ein grundsätzliches Problem ist halt auch, dass wir in vielen kleineren Ortschaften eine zentrale Straße haben, an der dann auch die Geschäfte sind und dann viele Einrichtungen sind, auch viele soziale Einrichtungen wie Kindertagesstätten etc., Rathaus, Schulen, Ärzte. Und diese Straße, die zentrale Straße, eine übergeordnete Straße ist eine Staatsstraße, eine Bundesstraße, eine Kreisstraße. Und die dort zuständigen Behörden, die Straßenverkehrsordnung, die sehr, sehr autoorientiert ist, sehr konsequent und streng auslegen in Bayern und all diese verkehrsberuhigenden Maßnahmen wie Tempo 30, wie Zebrastreifen, Ampeln, Querungshilfen, aber eben auch Tempo 20, verkehrsberuhigter Geschäftsbereich etc. nicht zulassen, weil sie sagen, das ist eine übergeordnete Straße und hat der Kraftverkehr Vorrang. Und das wird in halt in anderen Bundesländern ganz anders ausgelegt. Dieselbe bundesdeutsche Straßenverkehrsordnung in Baden-Württemberg zum Beispiel wird regelmäßig so ausgelegt, dass diese innerörtlichen Ortsdurchgangsstraßen Tempo 30 bekommen, weil in Baden-Württemberg es eine Landesanordnung gibt, dass die Behörden den Schutz der Menschen vor Unfällen und vor Lärmemissionen besonders hoch gewichten sollen. Das fehlt uns in Bayern, daran kämpfen wir uns immer noch ab. Aber das ist auch noch so ein Sonderproblem. Viele Leute immer fragen, bei uns auch im Büro, wir haben hier so eine Straße und wir wollen jetzt eine Shared Space. Und dann schauen wir mal, was ist das? Und dann ist das, also Shared Space geht eh nicht, weil es ja eben fehlt, wie ihr ja ausgeführt habt. Aber selbst eine harmlose Verkehrs